Begab sich aber zu der Zeit, dass ein Gebot von dem Kaiser Augusto ausging, dass aller Welt geschätzet würde. Und jedermann ging, dass er sich schätzen ließe, ein jeglicher in seiner Stadt. Da machte sich auch auf Josef aus Galiläa, aus der Stadt Nazareth, in das jüdische Land, zur Stadt David, die da heißet Bethlehem. Darum, dass er von dem Hause und Geschlechter David war, auf das er sich schätzen mit Maria, seinem vertrauten Weibe, die war schwanger. Und als sie da selbst waren, kam die Zeit, dass sie gebären sollte. Schüsse, den Liebsten, bald bei dir zu sehen.
ihn in Winden und legte ihn in eine Krippen, denn sie hatten sonst keinen Raum in der Herberge. Sohn kömmt in die Welt, weil ihm ihr Heim so wohl gefällt. Musik
als Mensch geboren werden. Thank you.
Es waren Hirten in derselben Gegend auf dem Felde bei den Hürden, die hüteten des Nacht ihre Hirde. Und siehe, des Herren Engel trat zu ihnen, und die Klarheit des Herren leuchtet um sie. Und sie fürchten sich Thank you.
das Gott dem Abraham verheißen, das lässt er nun dem Hirtenchor erfüllt erweisen. Ein Hirt hat alles, das zuvor von Gott erfahren müssen. Und nun muss auch ein Hirt die Tat, was er damals versprochen hat, zuerst erfüllet wissen. Zum Zeichen, ihr werdet finden, das Kind in Windeln gewickelt und in einer Krippe liegen.
Hütten hin, ihr Hirten geht, dass ihr das Wunder seht und findet ihr des höchsten Sohn in einer harten Krippe liegen, so singet ihm bei seiner Wiegen aus einer süßen Ton und mit gesamtem Chor dies Lied zur Ruhe vor. Unser Herz erfroh, oh, 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 oh.
so bat war da bei dem Engel, die Menge der himmlischen Hirscharen, die lobten Gott und sprachen. Es uns heut so schön gelinget. Auf, denn wir stimmen mit euch ein, uns kann es so wie euch erfreuen.
von ihnen gen Himmel fuhren, sprachen die Himmel untereinander. Gesendet und unser Leid geendet. Seht, Hirten, dies hat er getan. Geht, dieses trefft ihr an. Herr, dein Mitleid, dein Erbarmen,
deine holde Gunst und Liebe, deine wundersame Triebe, wachend dein Vatertreu, wieder deine Vatertreu, wieder das Kind in der Krippe liegen. Da sie es aber gesehen hatten, breiteten sie das Wort aus, welches zu ihnen von diesem Kind gesaget war. Und alle, für die es kam, wunderten sich der Rede, die ihnen die Hirten
Welten kehrten wieder um, preiseten und lobten Gott um alles, das sie gesehen und gehört hatten, wie denn zu ihnen gesaget war.